Sind bei dem Bau des Radweges Twang-Größnitz sämtliche Vorschriften des Naturschutzes komplett eingehalten worden? Ja, meint dazu die Stadt Schwerin. Nein, erwidern einige Anwohner. Bei der Übergabe des Abschnitts südlicher Twang am 2. Dezember zeichnete sich wieder Diskussionsbedarf ab. Der Bauabschnitt ist rund 700 Meter lang und 2,5 Meter breit. Davon wurden 239 Meter asphaltiert und 467 Meter aus ökologischen Gründen mit wassergebundener Decke versehen. Zum Ausgleich der für den Radwegbau gefällten Bäume wird eine Neupflanzung von 17 Rotbuchen an der Plater Straße erfolgen. Dies würde wohl genügen, meinte dazu der Oberbürgermeister. Wenn Sie da langfahren und auch sehen, dass Bäume stehen geblieben sind, wo man sich auch hätte zweimal fragen können, ob man sich in Zukunft den Kopf stößt, aber wir haben da versucht drauf, oder wir sind da auf alle Belange eingegangen und nochmal zu sagen, man hätte auch am Nordufer des Twangs lang gehen können. Gerade dort hätte man durch Biotope schneiden müssen, die viel wertvoller sind als das, was wir hier an der Stelle haben, Mischgehölze und teilweise fremde Arten, was mir dann geschildert wurde. Also kann ich mal ein klares Ja sagen. Die Protestierenden allerdings sehen dies ganz anders. Die Naturschutzangelegenheiten, die jetzt erwähnt wurden, die wurden aus meiner Sicht nicht eingehalten. Bestimmte Stellungnahmen des BUND sind zum Beispiel nicht ausreichend eingeholt worden. Und wenn man gesehen hat, wie dieser Radweg gemacht wurde und die Backe und das alles gesehen hat, und es wurden 40 Bäume gefällt, obwohl primär gesagt wurde, kein Baum fällt. Dieser Wortlaut ist wirklich gefallen. Und man hat schon auch Bäume gefällt, die erst für die Brücke notwendig sind. Die wurden schon im März in einer kurzfristigen Aktion über Nacht 20 Bäume gefällt. Seit 2016 wurde das Radwegbauvorhaben entlang des Faulen und des Osthofer Sees in der Stadt kontrovers diskutiert. Am meisten unzufrieden waren die Anwohner, die dadurch ihren privaten Zugang zum Wasser verloren haben. Aus rechtlicher Sicht war die Entscheidung einwandfrei. Doch offenbar kann nicht jeder damit bis heute noch gut leben.